Wir zeigen Ihnen hier die Pfannenwald 17 aus dem Jahre 2009. Es ist ein sehr junges Schiff in sehr gutem Zustand mit entsprechenden Trailer passend dazu. Dieses Schiff ist in einer Größe, die es heutzutage sehr schwer nur zu kaufen gibt. Die meisten Kajütkreuzer fangen bei 20 Fuß und größer an. Somit ist es ein sehr, sehr handliches Schiff. Als Daysailer natürlich hauptsächlich vorgesehen, was man ganz alleine bedienen kann, sehr einfach slippen kann zum Rein- und Rausziehen aus dem Wasser. Es hat ein modernes Design mit den üblichen Fenstern in der Kajüte. Es hat am Heck ein offenes Cockpit, sodass es auch freundlich als Badeplattform dient. Eine Maststütze für den Transport ist dabei, die Motorhalterung, ein Motor gibt es dazu. Und wir sehen hier ein sehr großes Cockpit, wo man sich auch sehr schön mit den Füßen abstützen und festhalten kann, mit den entsprechenden Handgriffen. Hinten noch eine Wachskiste. Wir haben hier sehr solide Klappen an dem Schiff, Heckkorb, Bugkorb, Seereling. Dann steigen wir einfach mal in das Schiff hinein. Hier finden wir gleich die Bedienung für den Klappkiel. Das wird aus dem Cockpit raus stufenlos bedient. Der Niedergang ist sehr groß aufzumachen. Und im Innenraum haben wir eine sehr einfache Ausstattung mit einem Schub vorne, entsprechend Liegeflächen abgepolstert. Ein Elektropanel, die großen Fenster, die Kojen als Hundekojen mit ausgelegt und die Kajütbeleuchtung mittendrin. Insgesamt ein sehr, sehr schönes Schiff in einem sehr handlichen, einhandfähigen Format. Für den kurzen Segeltrip äußerst günstig geeignet.